Rund 80.000 Menschen suchten 2015 in Hessen Zuflucht, so viele wie nie zuvor. Nach den ersten Schritten der Unterbringung und Registrierung heißt nun die große Herausforderung, die Menschen in unsere Gesellschaft langfristig zu integrieren. Das will die hessische Landesregierung mit einem Aktionsplan erreichen, der Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht wurde. Der Stand der Dinge und ein Ausblick in die Zukunft waren gestern Thema beim Treffen des Deutschen Journalistenverbandes in Wiesbaden, zu dem auch Integrationsminister Stefan Grüttner eingeladen war. Wir haben in Hessen die Situation, dass wir die Herausforderung des letzten Jahres gut bewältigt haben. Wir alle Notunterkünfte jetzt in Regeleinrichtungen überführen konnten, die Turnhallen frei bekommen haben und gleichzeitig merken, dass die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge und Asylsuchende ein deutlich niedrigeres Niveau als im Herbst letzten Jahres haben. Der Aktionsplan der Landesregierung setzt vor allem auf Sprachförderung, Integration von klein auf und die kompetenzspezifische Vermittlung auf den Arbeitsmarkt. Außerdem sind unter anderem 600 neue Lehrer und 400 neue Polizistenstellen geplant. Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Den zu fördern scheint wichtiger denn je. Erst recht seit die jüngsten Meinungsumfragen einen klaren Stimmenzuwachs für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland bescheinigen. Die Antwort der Regierung? Wir stärken das Ehrenamt. Wir machen deutlich, dass keiner der Hilfeleistungen in der Vergangenheit erhalten hat oder Hilfeleistungen in Zukunft erhalten muss, fürchten muss, dass, weil Flüchtlinge in unserem Land sind, er diese Hilfeleistungen nicht bekommt, sondern dass eben wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt dahingehend machen, dass wir uns um Flüchtlinge kümmern auf der einen Seite, aber diejenigen, die Hilfe brauchen, auf der anderen Seite nicht vernachlässigen. Angesichts der jüngsten Umfrageergebnisse, nach denen die AfD drittstärkste Kraft im Landtag wäre, erklärte die CDU, die Umfrage spiegle die bundesweite Stimmungslage wider und sei nicht hessenspezifisch. Die Grünen betonten, man wolle alles dafür tun, um mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung ein solches Ergebnis zu verhindern.